Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Okay, im Moment haben wir noch ein bisschen Platz, um da rein zu... Selten, aber es passiert. Wir kriegen auch so ein bisschen Qualität rein. Okay, wir glauben. Die Predigt wird beginnen. Predigtbedarf, Kapazität, 100% Erfolg. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse, toll, yeah, will. Ich würde gerne endlich ein neues Gebet einleiten, sodass wir ein bisschen mehr als nur das hier kriegen. Aber gut. Wow. Sie spenden jetzt 21 Kupfer. Das ist wahrscheinlich, weil das hier so gut aussieht. Welch ein Meisterwerk! Ohohoho. Absolut umwerfende Handwerkskunst! Ohoho. Eure Heiligkeit. Ah, du bist es. Ich habe mich gerade umgesehen. Weißt du, einige dieser Statuen sind gar nicht mal so übel. Kannst du eine Statue von mir machen? Für ihr Grab? Sterben sie etwa? Nein. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um meine heilige Aura weiter zu verbreiten. Warte, ich habe eine brillante Idee. Ich brauche 3 Statuen, eine für mein Arbeitszimmer. Die sollte ein bisschen größer sein und so aussehen, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Die zweite ist für die Suppenküche. Die soll so aussehen, als würde ich Anteil am Schicksal dieser armen Schlucker nehmen. Aber auch so, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Ich gebe mein Bestes. Und die dritte stellen wir direkt hier vor der Kirche auf. Die soll so aussehen, als wäre ich ein toller Typ, der alle willkommen heißt. Diese Aufgabe ist von höchster Wichtigkeit. Ohne dieses Statuen können wir die große Kirche nicht in eine Kathedrale umbauen. Okay, das... Er will ja immer mehr. Hier sind die Statuen von goldener Qualität. Die hat zu viel Lack gesoffen. Flüchtiges Gebet, so wie wir es haben. Dann wollen wir herrliches Gebet und also eine Combo machen. Also Moment, das haben wir. Effekt, Glauben plus 2. Sollte bloß nicht mal 2. Glauben 1 und ein Silberstück dazu. Bei Silber. Bei nicht Silber, sondern bei Kupfer sieht das aus. Predigteinnahmen um 20%, Predigtglauben um 50%. Also, das hat noch keine Auswirkung, das hat Auswirkung. Predigteinnahmen. Die Predigteinnahmen hier haben mehr und Glauben dafür weniger. Okay. Aber ich will ja nicht die machen, sondern das teure Zeug, also am liebsten Silber. So. Okay, er ist zufrieden mit unserer Arbeit. Da kriegen wir fast 200. Also wir machen so weiter wie bisher und wir werden es schaffen. Gut, mit unserem Geld. Wie viel brauchen wir? Mache ich gleich, aber zuerst muss ich hier reinpacken. Und zuerst noch Technologie. 30 braucht es. Warte, können wir irgendetwas mitnehmen? Nein.
Aber wir können hier das benutzen. Leuchtturm. So, du knausriger alter Fischer. Hier. Dafür nehmen wir uns so eins und Juwelen. Ich sträube mich eigentlich dagegen, so eins zu kaufen, aber... Aber gut, jut. Das kann ich nicht. Das verbraucht nichts. Also können wir angeln, wie wir wollen, oder wie? So, bevor wir das machen... Asche... Wir werden ja bald genug Asche kriegen. So, handeln. So. Ich will sehen, wie es funktioniert. Exzellente Angel, die wird ausgerüstet. Nicht die andere schwache. So, nicht zu nah rangehen. Sondern wir wollen hier hoch und angeln. Okay, mit dieser Angel haben wir ja gute Chancen auf anderes Zeug. Stahlköder. Motten bringen nichts. Okay, ich probiere mal den Stahlköder aus. Prozent hiervon, okay. Ach, Gott sei Dank. Man kann es mehrmals benutzen. Motten und Schmetterlinge können eigentlich zerstört werden. Die bringen ja hier gar nichts. Und das war eine Sardine. Gut. Dann testen wir es hier. Mal sehen, was da rauskommt. Was ist das? Ah, Steine. Das kostet wirklich hier nur eins, eine Energie. Gut. So. Thunfisch. Immer es nur Silber ist. Schwankt extrem hin und her. Fischsammler. Errungenschaft frei erhalten. Okay, Moment. Gesundheitspulver. Ja, machen wir das. Aber Todespulver, das müssen wir behalten. Lachs. Ein goldenes Lachs. Gut.
Sehr gut, und? Es scheint mir ein Thunfisch zu sein, aber kein gewöhnlicher. Ein silbriger Thunfisch, sehr gut. So, benutzen zu Hause. Zwar Fisch filetieren. Ah, sehr gut. So, das wollte ich gerade sagen. Wir haben nur zwei Stück, wir brauchen aber mehr, oder? Und hier der goldene. Drei Stück von. Gut. Aber genug hier rumgeeidelt. Wir haben mittlerweile tonnenweise Fische und so weiter und so fort. Oh, ich hätte mal überprüfen sollen, was den Rest angeht. Also die anderen Köder. Wir haben ja eine Sardine erhalten, oder? Oder ob die, ja, ob die irgendetwas bringen. Hm. Aber zuerst gehen wir hier runter. Und verkaufen uns ihm unser Saatgut. Hm. Okay. Sehr gut. Moment. Okay, 6 pro Stück. Was? Nein, so. Ja. Gut, verkaufen wir ihm das so. Rüben können wir bei ihm verkaufen. Können wir hier ernten? Nein, ich wollte das hier. Hier kriegen wir nur Motten raus. Jetzt, wo man es sagte, wir brauchen ja auch noch bei... Oben bei uns. Wir haben ja da Bienen und so. Wir brauchen die Bienenstöcke herzustellen. So, nachdem wir das verkauft haben, den Rest... Müssen wir wohl oder übel unten lagern? So. Und, gesammelt haben wir Kernen. So. Was haben wir sonst noch? Fisch und anderes Gedöns. Ich glaube, wir müssen das unten im Keller lagern. Es geht so einfach nicht weiter. Hier brauchen wir auch langsam wieder eine neue Matte. Hm. Gut. So, Komposte, leeres Beet. Wir haben ja alles perfekt eingeteilt. Jetzt die Frage. Wie viel kostet eine Kiste? Ja. So wie immer. Gut. Hier müssen wir mittlerweile auch fast eine neue Kiste hinknallen. Aber was noch wichtiger ist, ist hier unten. So. Wir packen die Angeln und den Stahlköder. Gut. Und ich glaube, ich mache dann eine Kiste hier für Nahrung mit Sternen. Und da geht's nicht. Anders geht's nicht. So, Glauben darüber.
anfertigen, müssen wir späteres Zeitpünktchen. So, und... Ah, geht nicht. So, wir müssen das mal ändern. Also die Frage ist, was brauchen wir? Einfach Nägel, Balken. Gut, wir besorgen uns das und dann geht's rund. Ja, sonst haben wir immer dieses Problem. Gut, das behalten wir, weil... Wo ist er? Hier, 4. Ja, er will 4. Dann lagern wir das noch vorerst. So. Was haben wir hier? Ja, ich glaube, dieses Golden und so Sachen, das behalten wir hier. Die Fische halten wir unten. Oder kann man von hier auch? Wir haben es nicht dabei. Nee, er wollte gerade sein... Was? Greift das auf das unten an? Also auf die untere Leiste, aber nein. Im Keller greift es nicht. Machen wir so, die Fische gehen nach unten zum Rest. Das Fleischfilet könnte oben bleiben. Das ist auch weg. Hier. Wo war es? Hier. Hier sollte nichts lagern, was keinen Stern hat. Hier kommt das Sternenessen hin. Ah, deshalb. Und die Fische kommen unten. So wie das Fleisch. Machen wir das Fleisch auch unten? So. Aber gut, zuerst einmal ein paar Nägel. Benutzen Steinbruch. Ja. Gut, wir machen hier ein bisschen unsere Arbeit. So. Machen wir doch gleich alles. Dann hätten wir das hinter uns. Okay, jetzt dürfen wir nicht zu hoch gehen. So, noch mehr Silber. Das ist gut, das ist gut. Gut, und das letzte Mal. Oh. So. 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir die 5 hier mitnehmen können und so einen. Und jetzt ist es noch nicht abgelaufen. Und für hier müssen wir ja noch ein paar Sachen fertig machen. Also die Planken, Eisen und Nägel.
Das nächste Mal, wenn wir hierher kommen, nehmen wir es mit. Ah, ich glaube, es ist ein guter Tag zum Laufen. Ich wollte gerade sagen, oh, so viele Blumen. Ich kann sicher eine Biene rausfischen. Aber nein. Und wir haben die Angel auch nicht mitgenommen, also können wir da vorne nicht angeln. Ja, wir sind die Schlausten. So. Wir folgen einfach den Weg. Ah. Kotzt mich gerade an. Wir brauchen ja unbedingt Wachs und so, aber nein. Wir vertrödeln die Zeit hiermit. Warte. Das wäre auch gut, damit wir nicht mehr gestochen werden. Die Rankenpresse und Weinfass. Das kostet alles seine Zeit. Und Hopfen. Wir müssen Hopfen machen und Flasche mit vergorenen Apfelsaft und Beerensaft. Und hier machen wir Rotwein. Drüben die Presse. Es gibt so viel, was wir machen sollten. Die Statue. Er will zwei Statuen. Moment, wo waren die? Ah, hier. Eine geschnitzte Statue Marmor. Stück Marmor. Okay. Dafür brauchen wir nicht gerade wenig. So, der Tag der Frau. So. So, packen wir das so rein. Wir haben ja jetzt genug. Und hiervon machen wir auch mal eine ganze Ladung. Den Rest packen wir einfach weg. So. Wo ist es? Silber. Haben wir zur Genüge. Und jetzt das hier wegnehmen. Und Eisenerz. Gut. Moment. Haben wir Gold. Goldnagel. Gut. Wir haben die Sachen nicht mitgenommen, die ich mitnehmen wollte. Manchmal bin ich so ein Schussel-Charakter hier. Wenn wir ja schon hier dabei sind, können wir ja ruhig hier rüber gehen und hier studieren. Wir studieren zuerst einmal den Goldnugget. Raus gibt es Pulver. Aber bevor ich es vergesse, die zwei hier müssen auch getestet werden. Ja, das gibt gute Punkte. Eine silbrige Geschichte, aha. So. Gut, ich glaube, Silberstaub müssen wir auch irgendwie. Nein, Moment, wo war's? Wo war's? Goldnugget? Ah, haben wir. Silber haben wir aber nicht mitgenommen, deshalb. Ein Barsch? Sollen wir den Barsch erkunden? Oder die Rüstung? Ist noch zu teuer. Barsch brauchst noch zwei. Mhm.
sehen. Ah, was soll's? Erkunden wir einfach alles. Oder entdecken wir einfach alles. So, hier. Goldnagel zu Staub verarbeiten. Wie viel Staub gibt es daraus? Vier. Okay, und dafür brauchen wir es für einen Trank oder so, glaube ich. Goldwarte. Gold plus so 1 plus eine Kauslösung. Obwohl ich nicht weiß, woher man die Kauslösung hernimmt. Ergibt etwas Wunderbares. Gut. Muss unbedingt sagen oder machen, dass wir etwas zu essen haben. So, was haben wir hier? Im Moment nichts. So, gut. Hier aufmachen. Ein Silber hätte ich mitnehmen sollen. So. Hier unbedingt mehr Kisten. Genau, wir gehen jetzt schnell zur Kirche rüber, um die Sachen abzugeben. Gut, wie sieht's hier aus? Der Typ sollte exhumiert werden. Moment. Okay, wollte gerade sagen. Das haben wir noch nicht entdeckt. Ja. Okay, das wurde auch noch nicht untersucht. Das machen wir. Ah, geht ja auch nicht. Ah, verdammt. Dann gehen wir vorerst ins Bett. Wir gehen ein bisschen schlafen. Ja, nicht mal dafür haben wir Energie. Verdammt. Okay. Dann gehen wir schlafen und ich sage, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.